Herzlich willkommen beim Power Adventkalender 2021 von Cloud Couch Rocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Cloud Couch Rocks Power Adventskalender 2021. Tommy, grüße dich! Stefan! Hallöchen, hallo Publikum! Der Tommy hat uns was richtig Tolles mitgebracht, ein hochaktuelles Thema. Es geht um Pipelines, nicht Nord Stream, nicht Nord Stream 2, nein, ganz unpolitisch, aber trotzdem Pipelines. Tommy? Ich würde gerne mal auf das Thema Application Lifecycle, ALM, DevOps, nennt es wie ihr wollt, hinweisen. Einfach da mal ein bisschen, ja, so zeigen, was so die Möglichkeiten sind und euch mal mit auf eine kleine Reise mitnehmen. Application Lifecycle, auch hier mal groß gezoomt, eine kleine Grafik aus der Dokumentation bei Microsoft Power Platform ALM. Also da findet ihr zum Thema Application Lifecycle Management schon auch ganz gut Informationen. Und im Prinzip geht es darum zu gucken, ich plane etwas, dann entwickle ich etwas, dann erstelle, also dann mache ich ein Bild und einen Test, also im Sinne von, ich baue da jetzt aus dem, was ich gemacht habe, etwas, teste das, dann deploye ich es, also ich stelle es bereit. Wenn es bereitgestellt ist, kommt es in den Operate-Modus, also es wird dann genutzt und läuft. Während es läuft, sollte man es schon monitoren und daran lernen, auch an allem, was so die Bedienung angeht und ob dann Fehler aufkommen oder ob von den Benutzern irgendwelche Rückmeldungen kommen. Dann plant man wieder und. Das ist eigentlich immer ein Kreis zwischen Planen, entwickeln, bereitstellen, monitoren und. Immer so reihum. Das könnte man jetzt alles von Hand machen. Man kann aber auch ein bisschen die Power-Plattform nutzen. Wahrscheinlich ist euch das auch bekannt. Es gibt ja Solutions innerhalb der Power-Plattform, wo ich hingehen kann und kann mir in eine Solution jetzt ein paar Dinge reinpacken. Ich sag mal der Einfachheit halber, ein Flow, 2, 3 Flows, ein paar Power-Apps. Ja, ich kriege auch viel Dataverse-Krams rein und. Aber über diese Geschichte mit den Solutions kriege ich es hin, dass ich quasi mir die Dinge zusammenbaue, die ich brauche und dann mit der Power-Apps CLI Dinge transportiere, da drin rumfuhrwerke und tue und mache, um Sachen eben von einem Entwicklungs-Environment in ein Test- oder in ein Production-Environment zu bringen. Environments, also Umgebungen, sind innerhalb des Tenants Aufteilmöglichkeiten, wo dann pro Environment die Power-Apps und die Power-Automate-Flows und alles, was so zur Power-Plattform dazugehört, drin sind. Ich kann mir einen zweiten Bereich machen, eine zweite Umgebung. Da sind auch wieder Dinge drin. Da kann ich Berechtigungen vergeben und. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wo wollte ich hin? Hier? Nee. Da auch nicht. Hier wollte ich hin. Wenn ihr, und das mache ich nochmal ein bisschen größer, wenn ihr im Power Apps Maker Studio seid, dann gibt es hier unten die Lösung. Ich habe hier mal eine, aus der Zimlingen-Zeit noch eine Solution. Klicken wir hier mal drauf, gucken wir mal rein. Die ist im Moment relativ einfach gestaltet, weil es ist nicht viel mehr drin als eine Power App. Und wie ihr hier schon seht, das müsste das neue Interface sein. Auf der linken Seite passt eben mehr rein, Chatbots, Cloudflows, Tabellen und. Und hier ist meine Zimlingen Super Power App drin. Ich will da gar nicht reingehen und euch die zeigen, sondern das, was ich, wie gesagt, damit sagen will, ist, ich bin hier in der Umgebung Dev, habe in der Dev-Umgebung eine Solution und diese Solution beinhaltet eine Power App. Jetzt könnte ich hingehen und könnte sagen, hey, exportiere mir doch mal die Solution, hier auf die drei Knöpfe, exportieren. Dann kriege ich sie runtergeladen und dann kann ich rübergehen in mein Test-Environment und kann über Solution importieren sagen, hey, importiere mir die doch bitte. Habe ich schon geklickt? Habe ich schon. Also Lösungen und ich kriege sie über den Import-Button hier auch importiert. Das kann man einmal, zweimal ja ganz gut machen, aber viele Leute und auch ich gehöre dazu, wenn ich Dinge öfter manuell mache, fange ich an, darüber nachzudenken, ob man es auch automatisieren kann. Und ja, das geht. Und zwar zum Beispiel mit Hilfe von Azure DevOps. Azure DevOps ist
von Microsoft ja einen Service, der uns verschiedene Dinge zur Verfügung stellt. Ich kann in Azure DevOps ein Projekt anlegen, habe in dem Projekt dann meine Boards, wo ich verschiedene Work-Items hinterlegen kann und meine Arbeit planen kann. Ich habe meine Repos, wo die eigentlichen Files liegen, und ich habe Pipelines, wo ich Dinge mit automatisieren kann. Und genau das ist das, was ich euch gerne zeigen wollen würde, wie man jetzt automatisiert mit Hilfe von Azure DevOps. Ich klicke hier oben mal auf neue Pipeline erstellen. Dann geht er in den Erstelldialog und fragt erstmal, was soll es denn für eine sein? Und ja, bei Azure DevOps ist es mittlerweile so, das geht alles Richtung YAML. YAML ist ganz toll. Wer Zeit und Lust hat, sich mit JSON zu beschäftigen und den Dialekt auswendig zu lernen. Man kann aber auch, und das mache ich jetzt hier der Einfachheit halber, um euch einfach kurz zu transportieren, welche Dinge möglich sind, noch auf diesen Classic-Editor zurückgehen. Da klicke ich mal drauf. Der Classic-Editor ist etwas, da entsteht im Hintergrund auch Text, aber im Vordergrund kann ich noch viel klicken. Das, was er jetzt hier fragt als nächstes im Classic-Editor ist, sag doch mal, wo liegen deine Sourcen? Ich sage, das ist ein Azure-Repo. In dem Fall ein Azure Git Repo, das Teamprojekt heißt Power Platform ALM. Ich habe hier ein Repository, ich nehme den Main Branch, klicke hier auf Continue. Und jetzt sagt er, willst du eins dieser Templates nehmen? Ich könnte hier YAML auswählen, mache ich aber gar nicht. Ich gehe hier mal nach ganz unten runter und sage, ich will eine Empty Pipeline haben. Das ist quasi ein Rohprojekt und die Basis dafür, denn hier etwas zu tun. Nach den Abfragen ist jetzt hier quasi schon mal alles vorkonfiguriert. Wie heißt das Ganze? Was für ein Agent Pool ist es? Agent Pools sind die Dinge, die aktiv im Hintergrund diese Pipelines ausführen. Was für eine Spezifikation soll der haben? Windows und. Ich will gar nicht zu tief auf die Sachen eingehen, aber was wir jetzt hier haben, ist eine Pipeline-Gerüst, das über einen bestimmten Agent im Hintergrund Windows-basiert Dinge tut. Jetzt klicken wir hier mal auf Plus und können jetzt hier ganz viele Sachen quasi hier ausführen lassen. Und das, was wir aber haben wollen, fängt mit Power an. Entschuldigung. Und das, was wir hier bekommen, sind die Power Platform Tools für Azure DevOps. Wenn ihr hier keine Anzeige habt und diese Dinge hier nicht findet, dann geht mal rüber auf Marketplace, gebt im Marketplace mal Power an. Und mal ein Stück runter, dann wird euch hier der Marketplace angezeigt und es geht um die Power Platform Build Tools hier in der Version 1.041. Die könnt ihr euch installieren, das ist wie viele andere, get it free, ihr braucht die entsprechenden Berechtigungen im Azure DevOps und dann ist das Zeug drauf. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Befehle hier auszuführen. Ihr könnt Import Solution machen. Ihr könnt, das ist der Hauptbestandteil, überhaupt erstmal die Tools hier installieren. Also das allererste, was ich tue, wenn ich so eine Pipeline baue, ist immer, installiere mir doch auf der nackten Maschine, auf diesem Windows-Client, auf dem Agent, erstmal die Power Platform Tools. Und dann könnte ich eben anfangen, Import, Backup, Solution Upgrade, Environments erstellen, kopieren, Customizations publizieren, Solutions exportieren, den Power Platform Checker aufrufen, ein Environment löschen, also erstellen geht, löschen geht. Damit kann ich auch neue Environments anlegen. Solutions packen und entpacken, löschen, eine WHOAMI-Anfrage an ein Environment schicken und Restore und Reset aufrufen. Lasst mich mal auf eine fertige Pipeline gehen. Leave. Du bist sehr stumm gerade. Ja, damit wollte ich meinen Husten unterdrücken. Nehmen wir mal diese Pipeline hier, gucken da mal kurz rein. Hier habe ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach die Tools zuerst installieren und auf der rechten Seite kriege ich dann, wenn ich bei Export Solution bin, jetzt hier Dinge angezeigt. Da kann ich hingehen und kann sagen, dieser Schritt hat einen Namen. Ich möchte, dass dieser Schritt eine bestimmte Service Connection benutzt. Also ich könnte mit Username Passwort, wenn ich kein MFA habe, wir bei uns haben im Tenant MFA,
auch per Username und Passwort auf mein Environment zugreifen. Wenn ich das nicht kann, muss ich ein Service Principle bereitstellen. Was ist ein Service Principle? Das ist eine registrierte App im Azure. Dann braucht ihr entsprechend die App-ID, Tenant-IDs, das Client-Secret und. Das könnt ihr dort anlegen oder anlegen lassen. Dann legt ihr das als Service-Connection hier an und dann könnt ihr das hier auswählen. Ich habe hier 3 Stück. Und ihr müsst den Service-Connections auch entsprechende Berechtigungen geben und. In den einzelnen Environments, damit ihr was tun könnt. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne auf das Dev-Environment zugreifen, ich möchte folgende Solution haben. Die Solution ist hier unterhalb der Variablen angelegt. Meine Zimlingen-Solution. Die soll er bitte ziehen und dann ablegen in dem Verzeichnis, wo die Artifact, also wo die Build Artifact Staging Directory, wundert euch nicht, dass hier sind so ein paar Referenzen auf Variablen, die innerhalb von so einer Build-Pipeline zur Verfügung stehen. Also das hier ist das Artifact Staging Directory des aktuellen Builds. Wie gesagt, zu kompliziert will ich gar nicht werden. Das, was er macht, ist, er zieht die Solution runter, speichert sie unter dem Solution-Namen mit der Erweiterung ZIP. Und was ich hier noch gesagt habe, ist Export as Managed Solution. Jetzt kann ich hier weitergehen und kann sagen, Import Solution, jetzt aber nach Test. Wo soll er es herkriegen? Hier ist der Solution-Name. Und was soll er hier tun? Import also auch als Managed Solution. Und wenn wir das Ganze dann mal laufen lassen, gehen wir mal zurück. Das war die hier. Dann kriegt ihr sowas. So, kein Wunder, da bin ich wieder. Dann kriegt ihr so einen Lauf. Dann klicken wir mal auf den Agent, der das Ganze ausgeführt hat. Und jetzt sieht man so die einzelnen Schritte, die hier durchlaufen sind. Vom installier doch mal die Tools, exportiere die Solution, importiere die Solution. Und das, was jetzt tatsächlich passiert ist, ist, dass er im Hintergrund, wenn er dann fertig ist und das alles läuft, er eben in das Test-Environment diese Solution importiert hat. Und zwar in diesem Fall als Managed. Was habe ich noch für Pipelines? Ich habe noch eine Pipeline, mit der kann ich hingehen und kann Export from Dev to DevOps. Das hier ist eine Pipeline, der sage ich auch, einmal die Tools installieren, dann hätte ich gerne das bitte innerhalb dieses Environments, beziehungsweise innerhalb genau doch dieses Environments, dieser Umgebung, alle Customizations gepublished werden, also alle Veränderungen rein. Dann mache ich einen Export der Solution, jetzt aber als unmanaged. Dann lasse ich mal den Power Platform Checker drüber laufen, über das, was runtergeladen wurde, ob das alles so korrekt ist. Dann entpacke ich die Solution, also die ZIP-Datei, die ich habe, wird entpackt. Und dann gibt es hier was. Und wenn ihr genau wissen wollt, was steht, müsst ihr das Video mal anhalten und größer zoomen. Etwas, wie kriege ich das, was jetzt entpackt wurde, eingecheckt als einzelne Dateien ins Azure DevOps? Da gibt es so ein bisschen Git Magic, findet ihr im Internet, sind viele Artikel dazu beschrieben, wie das genau aussieht. Und das, was jetzt passiert ist, nämlich mit dem Befehl, dass das, was in der ZIP-Datei drin war, hier im Source Control abgelegt wird als einzelne Dateien. Und da ich nur eine Power App drin hatte, ist hier ein bisschen drumherum Zeug, was die Solution angeht. Und hier ist meine MS-App, also meine Power-App-Datei. Das macht sowas hier. Was habe ich noch für Build-Pipelines? Ich habe noch eine, die macht, dann gehen wir mal hier rein, etwas, die macht ein Pack-Solution. Und zwar woher? Die macht das Pack-Solution jetzt aus dem Repo, also aus den Dateien, die in der Versionskontrolle drin sind, packt sie zusammen in eine Datei, die ich hier unmanaged nenne, also Solution Name, Zimlingen, unterstrich unmanaged. Dann gehe ich hin, importiere diese unmanaged Solution, auch hier wieder nicht als managed, sondern unmanaged Solution, in ein weiteres Environment. Das wäre schön, wenn es ein leeres Environment ist, wo noch nichts drin ist.
Hier zum Test ist es nicht so, aber für euch ein leeres Environment. Dann gehe ich hin und ziehe mir genau aus diesem Environment die Solution als Managed Solution wieder raus. Und jetzt tue ich etwas, das nennt sich Publish Artifact. Das heißt, ich habe jetzt eine ZIP-Datei meiner Solution, die kommt aus dem Source Control in ein temporäres Environment. Da ziehe ich es als Managed wieder raus und jetzt lege ich es als Artefakt ab. Was bedeutet das? Gehen wir mal zurück zu den Build Pipelines. Jetzt liegt diese Solution als Artefakt vor. Ein Artefakt ist ein gespeichertes Ergebnis eines Bildvorgangs, nämlich in diesem Jobverzeichnis habe ich jetzt das, was ich hier als einzelne Dateien unter Files hatte, einmal als Managed und einmal als Unmanaged Solution. Und ich kann jetzt in einer weiteren Pipeline hingehen und kann sagen, hol dir mal das letzte Artefakt, was du hast, also wirklich das letzte Kompilat, würde man es in dem Source-Code-Entwicklerkreis nennen, aber in unserem Fall ist es ja die letzte ZIP-Datei. Hol sie dir mal aus dem Artefakt-Store runter und jetzt publiziere die mal oder importiere sie mal als Solution wiederum in ein Environment, um sie dort zur Verfügung zu stellen. Warum mache ich das Ganze hin und her? Das Ganze hin und her mache ich. Wir haben ein Haupt-Environment, in dem entwickelt wird. Dort ziehe ich mir die Solution raus und kann sie unmanaged in meinem Source Control speichern. Das ist das, was funktioniert. Jetzt ist es schön, wenn ich dran weiterentwickeln will, dass ich sie als unmanaged Solution nehme und in das gleiche oder in ein anderes Environment reinpacke, damit ich dran weiterentwickeln will. Wenn ich aber fertig bin und es weitergeben will, brauche ich es als managed Solution. Deswegen die Geschichte mit dem nochmal in ein Temp importieren, als managed ziehen und dann in den Artefakt Store packen. Und das aus dem Artefakt-Store, wie gesagt, kann ich dann weiterverteilen, entweder zu Kunde A, B, C, D, E oder auf verschiedene Environments innerhalb meines Tenants, genauso wie ich es brauche. Falls ihr jetzt viele Fragezeichen habt, wovon redet ihr eigentlich, dann ist das ein Thema, und jetzt mache ich hier quasi das mal wieder aus, dann ist das durchaus ein Thema, mit dem man sich intensiver beschäftigen muss, das auch durchaus ein Thema ist, das man zusammen mit den Entwicklern macht. Das sind ja diese Fusion-Teams, über die auch bei Microsoft geredet wird, wo die Maker mit den Entwicklern zusammen sich hinsetzen und aus der klassischen Softwareentwicklung das übertragen Richtung Power-Plattform, um so ihre Solutions zu verteilen. Setzt euch da zusammen, redet mal miteinander und guckt, welche Möglichkeiten denn da sind, um euch das Verteilen von euren Power-Apps, Flows und was auch immer ihr sonst in der Power-Plattform baut, zu vereinfachen. Schön, dass ihr durchgehalten habt, falls ihr bis hierher geguckt habt. Stefan, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Ich fand's total super. Ich kenn's ja nun auch aus der Entwicklung. Das Coole ist irgendwie als Entwickler, du sorgst dafür, dass einfach dein Zeug funktioniert. Heißt ja mal, nur laufender Code wird eingecheckt. Im Prinzip, wenn du das nicht machst, spätestens in der ersten Pipeline fällt das Ganze auf die Nase. Da kannst du ja dann auch letzten Endes aus dem Power Apps Test Studio die Tests auch nochmal antriggern lassen und durchlaufen lassen. Und dann gibt es auf die Mütze. Dann gibt es nämlich eine Mail an Admin. So, und dann wird das also jede Nacht gebaut und quasi dann deployed, immer vielleicht auch auf ein Demo-System oder irgendwie ein alten System, wo der Kunde regelmäßig drauf gucken kann, und dann kriegt er dort immer den aktuellen Stand lauffähig zur Verfügung gestellt. Fantastisch. Also das ist eine Art des Automatismus. Was haben wir noch für damals DLLs gebaut irgendwie und die von rechts nach links gebracht und dort wieder registriert in Microsoft Transaction Server für die Leute, die das noch kennen. Hin und her gemacht, Mensch als Kind, wie schön, mit der Power-Plattform. Denkt man erst gar nicht, zuerst denkst du, klickst nur ein bisschen rechts und links, aber nein, das ist schon echt, wie du gesagt hast, ein wahnsinniges Power-Tool. Das ist groß und es ist Enterprise, es ist Weltklasse. Super. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das war mal ein schneller Überblick, ein Überflug, dass ihr mal gucken könnt, so ein bisschen, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt vieles einzustellen, was Berechtigungen angeht, wo wird was eigentlich wie angelegt und. Die Doku ist gut.
Es braucht ein bisschen Zeit. Wenn das aber alles soweit steht, dann funktionieren die Sachen automatisch im Hintergrund und das ist fantastisch. Fantastisch. Also, uns würde natürlich interessieren, nutzt ihr das Ganze auch oder denkt ihr, Mensch, jetzt fangen wir auf jeden Fall mal damit an, nachdem ihr alle auch die Data Loss Preventions erstmal alle eingestellt habt in euren Environments. Jetzt geht es an die Automatisierung. Schreibt uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Tommy ist ein Vollpro gerade in diesem Bereich. Oh, jetzt zeigt ihr mal nach unten. Ja, genau, da unten rein. Reinschreiben. in diesem Sinne, falls du nichts mehr hast, würde ich dem Publikum sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, wenn ihr es geschafft habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Cloud Couch. Macht's gut, tschüss. Ciao.